Hallo zusammen, mich ist wieder heute und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault einmal öffnen und diesmal haben wir sogar einiges zur Auswahl, beziehungsweise müssten einiges zur Auswahl haben. Ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Ich war letzte Woche sowohl im Raid als auch im PvP halbwegs aktiv und dementsprechend, seht ihr, haben wir doch einige Sachen, die wir uns aussuchen können. Gut, hier im PvP Trinket ist jetzt uninteressant. Es wären zwei Items, die ein Item sind zwei Trinkets, sehe ich gerade. Was jetzt für T-Mog vielleicht nice wäre, das habe ich tatsächlich noch nicht. Oder wir nehmen eins von den PvE-Items. Und eventuell ist da sogar was dabei, was vom Item-Level sinnig ist. Hier wäre eine Brust mit Movement Speed. Das wäre sogar eigentlich fast nicht schlecht, ne? Für ein Movement Speed Gear. Weil jetzt vom Item-Level am Ende der Expansion ist jetzt nicht mehr so viel relevant. Ich müsste mal gucken, mein PvE-Gear ist ja teilweise... Ah, seht ihr, ich habe noch eine Brust, die ein bisschen niedriger ist, ne? Also die Brust wäre tatsächlich sogar ein Upgrade, weil da habe ich nur aus im Plus was Upgegradetes. Dann könnte man eigentlich die nehmen. Hose macht jetzt wenig Sinn. Ich habe jetzt nochmal eine gekriegt gehabt, die höher war. Und... Das war das andere. Hände macht, glaube ich, auch keinen Sinn, ne? Da hatte ich auch nochmal höhere hier gekriegt, gleich 311er. Also die können wir auch knicken. Ich würde fast die Brust nehmen und dann könnten wir die noch umwandeln für quasi das PvE-Gear. Dann ist das ein bisschen höher. PvP bringt halt nichts, ne? Da hast du halt dann, wenn du im War-Mode bist und oder in der Arena oder im BG, dann ist das Item-Level da ja eher erhöht, ne? Und dann kommst du da eben mit drüber. Also... Ich bin noch gar nicht so hoch im Rating und das Zeug ist halt selbst jetzt schon auf 307. Aber gut, ich denke mal, das Ding ist jetzt hier nicht verkehrt. Das müssen wir jetzt dann noch beim Katalysator umwandeln. Und dann, ja, fürs Leveln ist ganz nice, beziehungsweise dann als Speedgear, ne, mit 85 Movement Speed ist natürlich auch eine schicke Sache. Mal gucken, was ist denn die Woche für eine Quest? Es ist wieder Time Walker. Time Walker muss ich auch noch machen. Und ja, mal gucken. So, das war's eigentlich schon. Die Brust eigentlich ganz nett, ne? Kleines Upgrade fürs PvE-Gear. Kann ich jetzt nicht motzen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und sonst sehen wir uns in der Woche wieder. Da werden wir dann auch wieder ein bisschen was raushauen. Ich habe gerade noch einmal den letzten Raid mitgenommen. Heißt, da gibt es auch nochmal das ein oder andere Loot-Item in der Kiste. Und ja, dann schauen wir mal, was da drin ist. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.